Hallihallo, hallihallo, halli, halli, hallihallo, liebe YouTube-Guggis und Guggelin. Ich mache ja nochmal nach hinten, so, damit ich die ganze Zeit immer selber sehe. Ja, das Buch des Glaubens, ein neues Kapitel. Was ist überhaupt Glauben? Es gibt ja Glauben und Wissen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich, Gott sei Dank, im Besitz zweier Hände bin. Bisher ist mir keine abgehackt worden, also habe ich zwei. Das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Hundertprozentig allerdings nicht, weil es ja auch sein kann, dass ich im Moment träume. Ich bin nämlich nicht in der Lage, dann, wenn ich träume, zu erkennen, dass ich träume. Es gibt Tricks, mit denen man lernen kann, das rauszukriegen. Man muss dann, während man träumt, alle möglichen Tests machen, mit denen man überprüft, ob es ein Traum ist oder die Wirklichkeit. Damit man daran denkt, im Traum diese Tests zu machen, muss man diese Tests aber auch im Wachzustand jede Stunde einmal machen, jeden Tag, immer wieder. Das ist einem so zur Selbstverständlichkeit wird, dauert diese Tests zu machen, dass man die dann auch, wenn man träumt, macht. Und beim Träumen fällt dann das, was man dort sieht und erlebt, bei dem Test durch. Man erkennt, es ist ein Traum. Du hast mir das beigebracht worden von eben, der mal so einen Workshop gemacht hat, wo die Teilnehmer des Workshops lernen sollten, das sogenannte Klarträumen. Klarträumen bedeutet, dass man während des Traums sich darüber klar ist, dass es bloß ein Traum ist. Hat den Vorteil, man kann dann halt alles Mögliche im Traum machen, wo man genau weiß, das geht im Wachzustand nicht, das geht bloß im Traum, also vor allem Fliegen natürlich. Fliegen ohne Hilfsmittel ist ja eine geile Sache. Das geht nur im Traum, im Wachzustand nicht. Weshalb eben man eigentlich jedes Mal, wenn man träumt und nicht wenigstens ein bisschen in der Gegend rumfliegt, sich ja laufend was entgehen lässt. Das Beste, was überhaupt die Träume zu bieten haben, lässt man sich ergehen, entgehen, weil man blöderweise das für Wirklichkeit hält und deshalb gar nicht auf die Idee kommt, jetzt auf einmal zu fliegen, weil das ja in der Wirklichkeit nicht geht. Jetzt lassen wir das mal außen vor. Gehen wir mal davon aus, dass ich im Moment nicht träume, sondern wach bin. Dann habe ich halt zwei Hände und nicht bloß eine. Das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Wieso weiß ich das? Weil ich die beiden Hände ja sehen kann. Ich fühle es auch, dass ich zwei Hände habe. Da haben wir schon zwei Möglichkeiten rauszukriegen, ob das stimmt, was ich da glaube oder nicht. Denn Wissen bedeutet ja nichts anderes als etwas glauben, was auch stimmt. Wenn ich sage, ich glaube, dass ich zwei Hände habe, dann kann es ja auch sein, dass ich da was Verkehrtes glaube, dass ich mich irre. Wenn ich dagegen sage, ich weiß es, dann will ich damit ausdrücken, dass das, was ich da glaube, Wirklichkeit ist und keine Fantasie. Jetzt habe ich ja Afrika-Wissenschaften studiert und der eine Dozent versuchte uns Studenten klarzumachen, dass es nicht nur eine Wirklichkeit gäbe, sondern unendlich viele Wirklichkeiten. Er nannte das multiple Wirklichkeiten. Die eine Wirklichkeit gibt es gar nicht. Es gibt so viele Wirklichkeiten, wie es Menschen gibt. Und natürlich auch, wie es Gruppen gibt. Denn es gibt ja Gruppen, die alle etwas Bestimmtes für die Wirklichkeit halten und andere Gruppen, die das nicht für die Wirklichkeiten halten. Also zum Beispiel jetzt die Querdenker halten zum Beispiel das Coronavirus für entweder gar nicht vorhanden oder aber vollkommen harmlos. Wie heißen die keine Querdenker sind?
die Gratdenker, die haben ja keinen Namen, die haben ja keinen Namen. Die normalen Menschen, die Querdenker halten sich aber wahrscheinlich auch für normal. Gut. Also, ich würde sagen, die Evidenzbasierten, die Querdenker und die Evidenzbasierten. Evidenz ist sowas, heißt Beweis auf Lateinisch. Die evidenzbasierte Menschen glauben bloß das, was irgendwie bewiesen worden ist. Also wenn zum Beispiel in einem Kollektiv von wie tausend Leuten so viele sich Corona einfangen und einem gleich großen anderen Kollektiv mit genauso vielen Leuten, also da nur ganz wenige sich Corona einfangen und bei diesem zweiten Kollektiv, die alle geimpft waren, dann ist damit bewiesen, dass der Impfstoff wirkt. Man kann es allerdings auch im Tierversuch machen, da geht es noch viel besser. Also dass die Impfstoffe in einer Bevölkerungsgruppe die Anzahl der Ansteckungen erheblich absenken und den Schweregrad des Verlaufs der Krankheit erheblich vermindern. Das ist mittlerweile also bewiesen. Das haben Wissenschaftler bewiesen und die Wissenschaft heißt ja Wissenschaft und nicht Glaubensschaft. Wenn sie Glaubensschaft hieße, brauchten die Wissenschaftler überhaupt nichts zu beweisen. Aber die Wissenschaft heißt Wissenschaft. Sie beschäftigt sich mit dem, was bewiesen worden ist und was man deshalb bedenkenlos glauben kann, wo man auch sagen kann, ich weiß es, denn die Wissenschaftler haben es bewiesen. Die Querdenker halten nichts von Beweisen. Die denken sich irgendwas aus und behaupten es einfach so lange, bis immer mehr Leute den Schwindel glauben. Bloß dazu muss man genau das, was ich eben erzählt habe, natürlich wissen. Wer das nicht weiß, der denkt, naja, die Querdenker glauben das, die anderen glauben das. Ich muss mich entscheiden, wem ich glaube. Welche Leute reden das, was ich gerne höre? Welche reden das, was ich nicht so gerne höre? Na, wenn die Querdenker glauben, es gibt gar keine Coronaviren, dann ist mir das natürlich lieber. Dann brauche ich vor den Coronaviren keine Angst zu haben. Brauche mich auch nicht impfen zu lassen. Ist doch besser zu glauben. Besser eigentlich den Querdenkern zu glauben. Man hat dann weniger Angst. Allerdings, wenn man sich dann aufgrund dieses Fehlglaubens nicht impfen lässt und sich ansteckt, dann war es doch nicht so schlau. Das hört sich alles so selbstverständlich an. Wozu rede ich hier? Aber für die Querdenker ist es nicht selbstverständlich. Und es gibt ja unglaublich viele Querdenker in Deutschland. Geht durch alle Gesellschaftsschichten. Auch gebildete Leute finden sich darunter. Und das finde ich eben schon erstaunlich. 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 Jeden